Hallo, wir spielen den Motorsportmanager und befinden uns in der zweiten Saison, haben das dritte Rennen gerade abgeschlossen und sind jetzt in den Vorbereitungen zum vierten Rennen. Platzierung belegen wir momentan den vierten und den sechsten Platz und in der Teamwertung stehen wir noch auf der 2. So, wir werden zu unserem Fahrzeug gehen, die Teileverbesserung und schauen mal eben, wie es aussieht. Der Motor ist in der Zuverlässigkeitsverbesserung und hat 63%. Da muss jetzt noch geschraubt werden. Als nächstes wollten wir nochmal eine Bremse bauen. Mit einem Wert von gut und diesen werden wir dann auf Zuverlässigkeit verbessern. So, bauen wir fix die Bremse auf Verzögerung und hier ebenfalls Verzögerung. Zuverlässigkeit brauchen wir nicht und hier ist ein Risikowert, nehme ich nicht. Somit bleibt nur dieser Punkt oder hier oben. Hier auch Risikowert plus 1 ist irrelevant. Und hier Verzögerung plus 10, das bringt natürlich nichts. So, 2,8 Millionen im Minus. Wir haben die Teilentwicklung drin, wir haben einen Teil in der Verbesserung, unseren Motor und lassen mal laufen. So, Moment, wir schauen mal eben. So, wir haben 82%, da geht noch ein bisschen. Warten wir hier, bis unsere Bremse fertig ist. So, Bau von Bremse abgeschlossen, sehr schön. Dann können wir schauen. 94%, perfekt. Der Leistungswert ist okay. Das können wir so lassen. Da werden wir als nächstes die Bremse auf Zuverlässigkeit bringen und diese gleich mit nutzen. So, was wollen wir entwickeln? Wir haben jetzt hier eine gute Bremse, einen guten Motor, ein gutes Getriebe und eine Originalaufhängung. Also, wir schrauben nochmal an der Aufhängung und nehmen hier einfach hier, Kurven mittleres Tempo plus 20. Kostet 800.000. 3,6 Millionen minus. Es nützt nichts. Wir brauchen ein besseres Fahrzeug. So, das ignoriere ich immer. Ich habe meine beiden Fahrer, die will ich erstmal behalten und muss mich jetzt nicht nach neuen umsehen, wer hier welche Position belegt. Oder aufsteigt, absteigt. Scouting-Report, okay. Das mache ich jetzt nur, dass überhaupt was im Scouting läuft und wir uns vielleicht in der nächsten Saison mal umschauen, was es noch für Fahrer gibt. Wie viele Runden haben wir denn jetzt? Kleine Bestechung. Nee, das gibt vielleicht noch Ärger. Ich sag mal, meine Stimme ist nicht käuflich. Schauen eben, was unsere Bremse macht. 71%, das wird gut. Wir haben noch 4 Tage bis zum Rennen. Und jetzt ist wohl noch die Aufhängung fertig. Jo. Alles klar. Mal sehen, ob wir noch mal eine neue im Bau bekommen. Weil irgendwann sagt unser Chef, ist nicht mehr. Das Geld ist alle. So, jetzt müssen wir gucken. Wir nehmen die Zuverlässigkeit und hier haben wir Kurven plus 30.
wären Qualifying, das ist Quatsch. Also nehmen wir diesen Wert noch. Genau, okay. 900.000 und ja, klappt. 4,5 Millionen minus. So, das Rennen sollte jetzt bevorstehen, 3 Tagen. So, wir werden noch die Teile einbauen, bevor ich das vergesse. Alles klar, wir haben ja jetzt ziemlich gute Teile. Ich werde wieder Ines Santana als Hauptfahrer nehmen. Oder? Moment. Wie sieht denn die Strecke aus? Gibt Geraden, gibt viele Kurven. Nee, da kann ich jetzt nichts ableiten. So, wie gesagt, Ines Santana wird der Hauptfahrer, bekommt die besten Teile, ist komischerweise nicht zufrieden, also ist zufrieden, aber nicht super zufrieden. Ist eine Rostlaube. Eieiei. So. Er hier braucht einen zuverlässigeren Bremse. Das Motor passt. Das passt. Hier passt nicht. Hier braucht er das Getriebe. Und hier. Hier haben wir gar nichts. Hier müssen wir das so rum machen. Alles klar. Sagen 8er oder besser. Moment, wir schauen mal eben. Sponsoren. 13er oder besser. Wir hatten jetzt 8er oder besser für 500.000. Wir könnten das hier mitnehmen. Bekommen wir 1 Million. Nutzen wir eh nicht. Das nehme ich mit. So, wir bleiben dabei. Achter oder besser. Teile sind installiert. Und wie gehabt in dieser Saison, ich werde jetzt schnell das Training machen und anschließend geht es mit dem Rennen weiter. So, Start des Rennens. Das Training lief perfekt. Wir sind auf weichen Reifen gefahren, das müssen wir wieder umstellen. Und wir können hier einstellen, Renntrim. Obwohl, weiche Reifen. Ne, wir nutzen den Renntrim und den Boxenstopp-Guru mit Reifenwechsel 50% schneller. Und Liao nutzt dasselbe mit Boxenstopp-Guru nachtanken, ist 50% schneller. So. Ihr, das passt perfekt. Hier müssen wir noch etwas nacharbeiten. Das heißt, ich muss nach hier noch einen kleinen Tick rüber. Halt, das war der falsche. So, das heißt, ich muss auch hier unter das I kommen.
So. Super. Wie gewünscht, wir schauen mal eben. Die fahren alle mit. Das sind sehr weiche Reifen, die nutzen wir auch. Vollgetankt 13 Runden. Ist ein bisschen viel. Sehr weiche Reifen, aber ich lasse das einfach mal. So, Strategie, angreifen, überholen. Weil wie gehabt, der Erstplatzierte startet zuletzt und wir sind ja Vierter und Sechster in der Platzierung. So, dann schauen wir mal. Tja, zum Boxenstopp kann ich nichts sagen. Das ergibt sich meistens. Da fehlt mir jetzt noch ein bisschen Erfahrung, ob ich jetzt zwei Stopps oder drei Stopps haben muss. Auf jeden Fall sind wir gerade zurückgefallen. So, Santa Anna, jetzt gibt sie Gas. So, wir werden mal unseren Reifen etwas schonen. Vielleicht doch auf Gelb. Weil es bringt nichts, wenn die jetzt abgefahren sind und wir haben noch einen halbvollen Tank. Ja, Santana kämpft sich gut nach vorn. 13. War mal kurzzeitig 12. und geht vorbei. Was machen die Rundenzeiten? Wir liegen 17 Sekunden hinter dem Erstplatzierten. 18 Sekunden. Ja, es wird schlechter. Fünfte Runde. Bis jetzt war noch keiner in der Box, wollte ich gerade sagen, aber jetzt war einer in der Box. So, Santana, 11. Platz. Aber wir sehen die Reifen, die Reifen. Ziemlich abgefahren. Rundenzeiten werden besser. Wieder schlechter. So, genau. Liao kommt in die Box. Ich weiß jetzt nicht so recht. Aber ich werde ihm mal hier die weichen Reifen draufsetzen. Kann er jetzt 25 Runden? Ach, er muss noch zweimal ran an die Box. Das passt. Okay, Strategie. Schnell, 7 Sekunden. So, tanken, lief. Gut, gut. Und raus ist er schon wieder. So, Santa Ana kommt ebenfalls in die Box. Dasselbe, weiche Reifen. Der Tank knacke voll. 8 Sekunden. Und weiter. Und hier ein bisschen aggressiver. Santa Ana ebenso. So, tanken lief schlecht, Reifen gut. Wir sind 15. 16.
Und jetzt kommt der Safety Car. Ach, ist das ärgerlich. Dem ich in der Box war. Ach, Liao, was hat einen Unfall gebaut? Wie hat er denn das geschafft? Santa Anna. Ach, Santa. Santa Anna. Unsere große Hoffnung. Naja, das Positive ist, wir haben aufgeschlossen, haben neue Reifen, haben vollgetankt. So, wir warten das Safety Car ab und dann gibt es hier Vollgas. So, das war's mit der Teamplatzierung. Ja, die weichen Reifen laufen gut. Und der Anna kämpft sich hier durch. Was ist denn jetzt der nächste Unfall? Ach, unser Hang hier. Hat dort den Wagen gegen die Wand gesetzt. Naja, das Glück ist vorbei. Jedenfalls für Liao. Hallo, was ist jetzt los? Es ruckelt und hackelt. So, Safety Car fährt in die Garage. Wir geben sofort Vollgas. Es läuft schon nicht mehr so gut. So ein bisschen Reifen schon, ne, brauchen wir nicht. Wir haben bloß noch für 3 Runden Benzin. Können die Reifen ruhig runterfeuern. Haben noch 15 Runden vor uns.
Das heißt, wir müssen dann noch einen Stopp hinlegen. Das Wetter bleibt, wie es ist. So, die nächste Runde geht's dann in die Box. Oh, 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 oh. Wir müssen Benzin sparen. Die Teile könnten noch mal Probleme machen. Nehmen wieder unsere weichen Reifen. Wir müssen jetzt aber ein bisschen Sprit sparen. Aber nicht zu viel, ein bisschen mitmischen müssen wir noch. So, 11. Platz nach dem Boxenstopp. Einmal müssen wir noch, eventuell noch die Aufhängung reparieren. Aber das müssen wir sehen. Ja, wir kommen nicht mehr ran. Wir schauen mal, 28 Sekunden in der Pole, das geht noch. Warum ist die jetzt so schlecht? Liegt das jetzt am Zustand des Fahrzeugs? So, jetzt werden gleich hier alle nochmal in die Box fahren. Ja, 6-7 Runden, der Benzin reicht nicht ganz. Wir müssen nochmal nachtanken und neue Reifen. Denke ich mal auch. Sieht nicht gut aus. Die waren jetzt alle in der Box hier. Und wir haben die nicht überholen können. Schade, wir haben noch 5 Runden. Wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt konservativ fahre. Aber 5 Runden. Das macht zu viel aus. Ich muss nochmal in die Box. Wir nehmen mal die schnellen, weichen, super weichen Reifen. So, Treibstoff 4, 3. So, dann machen wir für 5 Runden Treibstoff rein. Sind wir 3 Sekunden oder mache ich ein bisschen mehr? Nee, komm. Das zocken wir, das muss reichen.
Und da möchte ich aber einen perfekten Boxenstopp hinlegen. Wir sollten eigentlich wieder an 8. Stelle rauskommen. Ach nein. 10. So, jetzt aber hier. Nochmal vollen Angriff. Wenigstens hier die Ziel-Sponsorvorgaben. Die 500.000 würde ich gern mitnehmen. Das heißt 8. oder besser. Der hier mit seinem kaputten Wagen, ey, der hält uns komplett auf. Komm, Ines, greif an. Alle beide. So, einer und jetzt der noch. Den schaffst du. Los und ab. Super. Das war in letzter Sekunde. Wortwörtlich. Naja. Ist jetzt nicht berauschend 8. Platz, aber Sponsorenziel ergab. Ja. Zielvorgabe erreicht. So, Fazit. Ines Santana, Platz 8. Liao, ausgeschieden. Ja, Platz 8 bleibt dabei. Liao holt keine Punkte. Rutscht auf Rang 9. Ines verbessert sich sogar auf Platz 3. Und Teamwertung rutschen wir auf die 3. Das geht noch. Jetzt ist es schlimmer erwartet. Okay. Dann werde ich für heute Schluss machen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Rennen wieder. Mit beiden Fahrern. So. Moment, wir schauen nochmal kurz die Prozente an. Und dann wird Schluss gemacht. So, er macht schon Minus zum Ingenieur. Okay, der Sache werde ich auf den Grund gehen. Okay, bis demnächst.